So, nachdem wir jetzt Reihe, ich mit meiner Reihe immer, nachdem wir Reihe, nachdem, Hilfe, nachdem wir Runde, Gott, oh Gott, nachdem wir nun Runde 8 alles rechte Maschen gestrickt haben, kommt Runde 9. Nochmal dazu gesagt, ich rede hier vom Pullover Raglan von unten, Sansibar oder Sansebar von Romy Fischer. Ja, nur noch mal erwähnt. So, ab in Runde 9. Reihe, Runde, mein Gott, das ist doch alles ein bisschen schwierig. Oder so. Ja, fall doch unter Taschentuch, auch nicht schlecht. So, womit fängt denn unsere Runde 9 an? Eine Masche rechts. Eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts verschränkt abstricken. Einmal, zweimal, eine rechte Nadel nach hinten kippen lassen, Faden holen, durch zwei Maschen durch, auf die rechte Nadel fallen lassen, zwei rechts verschränkte Maschen gestrickt. Dann kommen fünf rechte. Eins, zwei, drei, vier, mal eben meinen Faden hier mal ein bisschen noch was davon holen. So. Ach ja, wenn mich interessiert, wie ich jetzt hier meinen Faden hole, also den auf den auf hier auf die auf den linken Finger, den Faden auf den linken Finger. Wieso linken Finger? Kleinen Finger. Herrgott, ja, weil ich linke Seite bin, darum linken Finger. Auf den kleinen linken Finger legen. Dann gehe ich mit den anderen Daumen nach oben, andere vier Finger rein. Über den Zeigefinger und das war's. So. Fünf Maschen rechts aber stehen geblieben, genau. Dann zwei Maschen zusammenstricken, rechts zusammenstricken. Mache ich dann nochmal mit euch, keine Sorge. Und einen Umschlag. Das war's. Also von vorne, rechts, eine rechte Masche, Umschlag. Zwei Maschen rechts verschränkt, zusammenstricken. Ihr seht, was ich mache. Auf die rechte Nadel fallen lassen. Dann haben wir fünf rechte. Eins, zwei, drei, vier und dann zwei rechts zusammenstricken. Und ein Umschlag. Das war's. Gut, dann macht das jetzt mal weiter. Dies war Runde 9. Runde 10, alles nur rechte Maschen. Und zur Runde 11 sehen wir uns wieder. Bis dann.